Scheiße, Alter, ey. Gut. Mario Gut. Mann Ach, und Mann! Glaumaschbube vereint, ey. So spät seid ihr gestorben. Weil ihr Ficker, ey. Geht jetzt mal richtig hart sprudeln an. Was? Keine Ahnung. Ich wollte gerade was ein anderes Wort sagen. Ja, Eurofighter wollte auch mal cool sein. Anwesenheit. Fickt euch jetzt mal. Ach ja. Ach! Alles klar. Immer automatisch ausgelöst werden diese Fuck Ficker, ey. Ja, Ach, ja. Fuck Ficker. Braucht ihr Hilfe? Nein. Nicht von dir. Ja. Jetzt fühle ich mich beleidigt. Wir können mal den Heli nehmen und wegfliegen. Ja. Ey, ich hab hier einen komischen Wagen gefunden. So ein Bus mit Zellos aufgesprüht. Eine gute Farbwahl haben sie ja getroffen. Danke. Aha. Ich hab nicht mehr viel Leben gehabt. Da fliegen sie mit dem Helikopter. Ey, warum hat sich denn jetzt meine Kamera umgestellt? Hast vielleicht R gedrückt? Kamera, die guckt jetzt oben direkt aus Vogelperspektive auf den Hubschrauber. Wohin fliegt ihr? F. Gut, F. Dann mach ich doch die Tür auf. Was, V? Nein, oder F ist Tür auf. F ist Tür aber auf. Aber nee, E ist doch Tür auf, oder? Nein, F. Was ist dann E? E ist einfach nur E. E ist Hupen. Ja. Stimmt. Einmal. Yes, rückwärts fahren. Jetzt guckst du wieder. Ja, ja, das ist die. Das ist Kino-Modus. Darf ich mal kurz? Jetzt geht's. Scheißwand. Was war das für eine Taste? B. Ah, B, okay. Das wäre das F-Kino-Modus gewesen, wäre okay. Oder wahrscheinlich C. Eigentlich müsste es ja C sein für Cinema-Mode. Okay. Drück einfach den rechten Stick gegen, dann geht's. Scheiß Auto! Select geht auch, übrigens. Ey, mich braucht gerade ein Auto. Aber wo sitzt du denn eigentlich? Hinten? Ach. Ja. Hast du vorne Angst? Vorne gehabt, oder wie? Ja. Ich weiß ja nicht, was du dann so manchmal machst, wenn ich vorne sitze. Dich ja trotzdem. Ich weiß es nicht. Oh, schau mal, eine Challenge, oder? Er hat Angst, dass er vergewaltigt wird. Natürlich. Ja, ja, ich merke schon, dass er wieder bekrabbelt wird am Bein. Ach, ja, diese Fliege! Mach sie doch tot! Nee, die Fliegenklatsche! Weg! Sie hat mir in die Kniescheibe gebissen! Er macht sie tot! Moment mal, seit wann beißen Fliegen? Bei mir beißen die! Hm. Wahrscheinlich schmeckt sie so gut. Ja, ich bin lecker. Ey, guckt euch mal an, wie umschritten gerade der dritte Schoko Platz ist. Schoko Himbeergeschmack. Schoko Johanna. Himbeergeschmack. Ah, geil. Du Hurensohn, nein! Das ist... So schmeckst du also? Nein, ich hasse die NPCs hier. Nein, Geschmack. Ey, ich hasse diese NPCs. Dann muss man das Fenster aufmachen, ey. Ich mag den Heli. Ich hasse die NPCs. Ja, okay. Fliegt der gleich an mir vorbei? Wahrscheinlich ist es einfach eure Anwesenheit, dass es hier so warm ist. Ach. Immer diese Schleimerei, ne? Guck mal, da schreibt schon einer auch im Chat. Ach. Aber ich will nicht schreiben. Warum hat man TS? Es ist laut bei uns. Go, go, Power Rangers! Ich seh schon die GEMA.
Weißt du, ich habe einmal perfekt eingeparkt mit dem Heli. Und er springt vorher raus. Er wusste, dass du es schaffst. Ja. Bist du jetzt eigentlich in der Sitzung? Ich bin schon lange in der Sitzung. Ja, dann komm bei. Ja, ich komme, ich muss rückwärts fahren. Moment. Wie lange geht denn die? Ach, noch eine Minute. So, jetzt kommt der Twix. Ich mach nur die rechten. Oh, hast du dir Twix gekauft? Ja. Sehr gut. Das Bounty kommt aber danach. Oh, ne. Ey, ist das dein erstes Twix, Navi? Na klar, das rechte passt, aber das linke ist ein Nazi. Wollt ihr mitfahren? Also einer jedenfalls. Moment. Ich fahr gern bei dir mit, dann kann ich mich immer hinten festhalten. Ja, dann. Eure Fahrzeuge will nur was Großes, Rundes in der Hand haben. Ja, aber du bist doch gar nicht in der Nähe. Aber was hat er gesagt? Moment mal! Mein Vater will nur was Großes, Rundes in der Nähe haben. Und da hab ich gesagt, aber du bist doch gar nicht in der Nähe. Meinst du, seiner ist kugelig und nicht schwanger? Er ist kugelig! Na, warte! Er ist ein Tavix! Ich nehme jetzt die Tortilla-Chips. Ja, ist das Twix mit Chips, da hast du recht. Bist du schwanger oder was? Nee, ich muss noch zunehmen. Ich bin untergewichtig. Kann dir gern was abgeben. Ich würde dir auch gern was abgeben. Ein Nachteil, wenn man gute Verbrennung hat. Ein Nachteil, wenn man wahrscheinlich nicht so eine gute Verbrennung hat. Du musst mit deiner Minigun jetzt dahinter bleiben, ne? Weißt du. Ja. Perfekt im Auto gelandet. Nimmst du das Schwarze, soll ich das Schwarze nehmen? Okay. Eurofighter, sie sind nicht rassistisch. Rosa Parks, sag ich dazu. Das sagt mir nichts. Moment, kann ich mal mitnehmen? Das war doch die mit dem mit der Omnibus-Affäre in Amerika. Ah, ja, okay. Achtung, Gegner. Ich hätte mir einen Atompanzer mitnehmen sollen. Wer bin ich denn gespannt? Kann mich mal jemanden abholen? Weißt du, zu welcher Zeit war denn Rosa Park? War das also 70er Jahre, 80er Jahre? Ja. Martin Luther King, Freiheitsbewegung, Civil Rights Movement. Alter, fick dich doch, du mieser Kackarsch. PC ist immer weg da. Hätte ich gesagt, dass ich den Helikopter behalten soll, wer hätte ich ihn behalten? Hättest du ihn behalten sollen? Ja. Ja, hättest du ihn mal behalten sollen. Ich bin elegant ins Auto reingesprungen. Hast du jetzt ein nasses Auto reingesprungen? Ja. Ich lässt sich das denn jetzt vor? Weiß ich jetzt nicht, frage ich jetzt oder frage ich jetzt nicht? Ich frag lieber nicht. Passt bei dir ein ganzes Auto rein oder was? Nein. Oh. Ich bin reingeflogen. Es hat das Dach offen. Meinst du jetzt im Mund oder woanders? Ich meine gleich in deiner Fresse. Was vorne? Du meinst, ich verstehe. Wo sind überhaupt die Limousinen? Mal, muss man wahrscheinlich mal nachfragen. Oh nee, das hatten wir schon mal. Ah ja. Ich komme! Ja, wir haben keine Spieler. Das ist doch gut, oder? Ja. Wir transportieren die Stripperin. Yes. Ich mach die rechte Seite. Ich find gut, dass der da hinten der Security noch mithilft. Ach, das ist die Mission. Ja, genau. Ich bin da.
Perfekt eingepackt, sehe nur deine Tür. Wir bekommen Besuch vom Spieler. Bon. Er fährt weg. Soll auch lieber. Er lässt hinten die Minigun schon mal warm laufen. Jawohl, er wartet. Er pisst sich. Schreib mal hinten hier, was, nur Minigun. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man die Schuhe, die Stripperinnen anhaben, nicht kaufen kann? Ja. Aber die Klamotten, ne? Ja. Hast du denn die Schuhe, oder wie? Ey, wie findest du meine Minigun? Ja, in schwarz, ne? Hier die Fufu. Fufu? Also auch ganz schön, das sind aber weiße, also sind weiß-schwarz. Bei mir sind sie nur schwarz. Absätze. Ja. Krass, lang und spitz. Deswegen ja. Ja, aber auf sowas stehst du mit Marsch, ne? Nein. Man soll nicht mal von sich auf andere Leute schießen. Nur weil du schon wieder in deinen High Heels vorm Computer sitzt. Hahaha. Er weiß noch, was er so alles anhat oder eher. Wie viele GTA-Folgen gibt es jetzt eigentlich hier? Ich hab noch 14, glaube 14, 15. Mit dir sind's 9, 8. Mit Eurofighter ist das volle Programm. Hey, aber ich bin nicht willig, okay? Ich hab einen Kommentar bei dir geschrieben. Ich weiß, ich hab's schon gelesen. Echt? Wie heißt der Kommentar? Oder was hast du geschrieben? Nice Video, ne? Schönes Video, mach weiter so. Ja, schön. Jo. Wenn die anderen nämlich drauf gucken, dann sehen, dass er positive Resonanz hat. Richtig. Dann schreiben die auch geiler Motherfucker. Ja, schreiben die ja, auch so. Ja, das wollte ich erst schreiben, aber das hätte ich wahrscheinlich nur bei dir hingeschrieben, deswegen. Eurofighter hat ja nicht die Internetleitung für YouTube. Ich weiß nicht, ob ich die oder nicht. Ist was Gutes oder was Schlechtes ist. Kommen hier überhaupt mal Gegner? Nee, weil sie die haben das nur einkalkuliert, weil hier Spieler kommen sollen. Alter, die eine Vorderbau. Was? Vorderbau? Ja. Das ist ein Mann, das weißt du. Ja. Und das ist nicht viel, was er da hat. Jetzt dreht sich immer weg. Warte. Naja, ich denke mal durch, dass es halt so hochgestürmt ist, sieht es wahrscheinlich nach mehr aus. Jetzt kannst Warum du besser hast gucken. Du die denn jetzt erschossen? Das war keine von den Missionszielen. Das war einfach nur eine ganz normale. Ja, obwohl es schon viel ist, ehrlich gesagt. Ja. Was verstehst du denn unter viel? Naja. Okay. Ich will das jetzt nicht weiterführen. Nee. Alles klar. Alter, ich geh das gleich Chips holen. Richtig ey. Hochgepusht. Bei wem jetzt? Bei ihr. Achso. Ja, das ist klar. Aber wie? WTF! Geh in Deckung, Euro. Ich hab ihn weggefickt einfach nur. Nein, 93 Kaliber. Sag mal, der Zero, wie sieht denn du eigentlich aus? Hä? So. Wieso? So, nochmal kommt der Arsch. Also über die Hose, die Schuhe und das Top würde ich nochmal nachdenken. Komm. Euro, lass es, Achtung, von hinten kommt gleich einer. Ja. Das hat sich in vielen Hinsichten falsch angehört, aber es hat sich gelohnt. Hat er eine gerade Penis gesagt? Nein. Eurofighter, du musst das Bajonett bei Battlefield abmachen. Ich weiß. Hm? Achtung, Raketenwerfer. Ey, die letzten Sekunden müssen die Hurensöhne kommen, ne? Der Typ. Ich hasse so welche Menschen, die nur mit Raketenwerfer spielen. Ja, 27,5. Hier, guck mal, ja, die hier liegt. Die Warte. Ich, geht einigermaßen. Euro, komm mit. Unterm Auto? Hier, die. Nice, den und schwarzen. Okay, die geht, ey. Schuhe oder wie?
Die hat mehr wie die andere. Alter, steht die auf? Unterm Auto. WTF! Der lebt noch? Also bei mir ist die unterm Auto. Ich habe auf der ja, ich habe auf der geschossen, die war noch am Leben. Ja. Komm weg, weg, na? Weg. Hi. 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 Na. Wegpunkt setzen. Mal viel Spaß. Alter. Das ist... Keiner, ohne Worte. Ich ist mein Plätzchen. Was? Ich esse jetzt mein Plätzchen. Hast du Plätzchen? Lecker. Und mein Dad hat da, glaube ich, heute Dominosteine und sowas mitgebracht. Ich weiß nicht. Also ich habe Lebkuchen schon gegessen, aber... Alter, was... Im Weihnachtsessen-Stimmung bin ich noch nicht billig. Kann man vielleicht die Kopfhitten abschießen? Vor allem, wie gesagt, bei den Dominosteinen ist das ganze Gelee, meine ich eigentlich. Einfach weniger Gelee und mehr von dem Boden, ey. Sehr geil. Ey, wie viel Polizei ist denn hier? Ja, die wissen halt, dass du viel besuchter Vergewaltiger bist. In über 20.000 Fällen. Die setzen hier jetzt schon ein bisschen was ein. Die haben halt Angst um ihre eigenen Polizisten, deswegen schicken die auch mehrere. Nicht, dass die am Ende so... Ne, so da war gerade eine Tankstelle, ne? Schokolade gefüllt. Was? Ich hab hier so Milka-Plättchen, die sind mit flüssiger Schokolade Milka gefüllt. Ah, okay. Oh, die sind lecker. Aber sind halt keine richtigen Plätze, sind auch eher Kekse da, oder? Das ist dasselbe. Nein! Komm nicht hier rüber? Nein, ja. Plätzchen sind es die, die es zum Weihnachten gibt. Es ist dasselbe. Sind normal. Ist dasselbe, Euro? Nein, das ist nicht dasselbe. Doch. Natürlich, ich mag Leute nicht, die Kekse sagen. Ich sag auch mal Plätzchen. Es ist ein Plätzchen. Steht sogar auf der Verpackung. Okay. Ist halt immer Kekse. Weil es sind Kekse. Würbelteig. Kekse oder irgendwelche anderen Kekse. Da stuft dich ganz weit runter. Nein. Ich habe gar keine Ecke, die ich in den Haaren um mich ausfolge. Wir könnten noch mal gucken, ob hier irgendwo eine Nutte steht. Für den armen Euro, ne? Nein, dass er auch mal glücklich ist. Nicht, Janina. Aber dass wir uns alle mal eine holen. Moment, ich warte jetzt erst und hol mir eine. Jetzt ist mein Gamepad aus. Ich bin etwas blutig. Janina, das ist ein Zeichen. Guck dich das mal an, ich bin etwas... was angeschossen. Gar nicht blutig, Mann. Ich bin blutig. Doch, ja, guck mal hier. Ja, wo? Boah, ich blute gleich aus der Kimme, ey. Mir bist du überhaupt T-Shirt. Vorne. Gar nicht. Das ist bei mir blitzblank weiß. Irgendwie habe ich keine Uniform eingetragen hier. Bin ich bei dir blutig eigentlich? Hinten? Ja, hinten am Rücken. Alter, und wie siehst du denn aus, Mark? Gesagt, das sieht scheiße aus. Ich mach dir mal ein Outfit mit einer Lederjacke, wenn du unbedingt eine willst. Ich hab nicht geschossen. Das sah nur so aus, war ein Lex. Hier stehen Nutten für dich. Euro. Du hast gehört. Transvestiten. Nein, für Bambuspion. Okay. Scheiße, ich hab den Raketenwerfer. Steigt der nicht ein? Mann. Vor allem mit dem Elektro-Mini. Alter, wie viele Polizeiwagen stehen da? Würde ich einfach suchen. Wo ist denn die Nutte? Hinten am Strand. In die Transvestiten. Oh! Ich wollte gerade einen Polizist aus einem Polizeiwagen ziehen. Das ist eine sehr gute Idee. Hier steht eine Nutte. Warte. Du kannst in diesem Fahrzeug keine mitnehmen. Darf die wahrscheinlich in dem Auto nicht mitnehmen. Na? Oder hat sie Angst? Du kreischt und geht weg. Bist du das gewohnt oder ist das eher? Der ist gut. Entschuldigung. Also ich fand ihn gut. Komm, wir holen uns jetzt ein Auto jeder und dann lass jetzt das. Ist gut. Ich will den roten da nehmen. Ist gut.
Was, den hier? Doch, hier, den da. Oh, yeah. Hallo. Na, yeah. Bist du mein Geist? Jetzt sehen. Nehmt ihr ein anderes Auto, Mann. Oh, hier ist ein BMW X5. Oh. Und er ist nicht mal abgeschlossen. Lol. Ich bin Idiot. Die Leute hier haben Kohle. Ja. Da vorne ist eine, die ist was für den Zero, das ist eine billige. Die will ich. Mann, die will ich. Hey, die wollte was? Lol, ist jetzt überlebt? Wie sah sie denn aus? Ey, das ist eine One. Längere Eurofighter, die lebt immer noch. Die lebt immer noch. Orange Haare. Hier ist eine. Hey, hast du das Gesicht gesehen? Das war nicht so kacke. Kommt einer hierher? Ey, die lebt immer noch? Immer noch. Kommt einer hierher? Ja, ich komm doch gleich. Oh, sorry. Ja, erscheinen reicht eigentlich, also. Meinst du, das soll ich mit dem Speed aufheben, oder wie? Hier kommt sie. Eurofighter, die sieht nicht so gut aus. Die andere sieht besser aus. Ja, muss ich wieder anschauen. Nimm du die, die dir gefällt. Ich stehe noch zwei. Ich hab ne Blonde im Auto. Ihr seht richtig kacke aus. Nein, ich will dich nicht. Ja, ich muss erstmal die Nuttenpolizei loswerden. Nuttenpolizei? Boah, den will ich. Den Typen? Wen? Den will ich. Bleib da! Du mieser Huhn! Alter, jetzt fährst du auch noch mein Auto jetzt an, oder was? Außer du mieser, keine Ahnung. Hier stehen zwei. Moment, ich muss noch was schnell machen. Die hier sieht, glaube ich, ganz okay aus, ja. Auf dem Weg. Nein, ich habe keine Cops hinter mir. Aber die mit den schwarzen, ja? Kurzen Haaren, die andere nicht. No way, amigo. Bin dahinter in der Gasse, ne? Brauchst du nur Zeit für dich alleine mit jemand anderem, oder wie? Nee. Ich wollte mich einfach nur mal... Oh, jetzt steigt sie aus! Hol ich mir halt eine andere. Bist du denn? Ah, nee, es war Busbjörn. Scheiße aus. Warte, Jenja, ich komme. Steigt die denn jetzt aus? Steig wieder ein! Du musst sie erst verführen, die kommt wahrscheinlich nicht so mit. Nee, das geht wahrscheinlich nicht, wenn man als Frau da drin sitzt. Doch, das geht. Das hab ich schon gesehen. Nee, mit dem Verführen meine ich. Ach so. Wieso nicht? Naja. Kommt hier immer auf die Neigung an. Ja, aber du kannst sie auch so mit ins Auto nehmen und dich beglücken lassen. Ich könnte einfach den Typen da mit ins Auto nehmen, aber der will nicht. Nee. Kannst du eigentlich mitnehmen. Was denn? Wie wir hier Patrouille fahren. Okay, wenn da vorne keine steht, müssen wir auf die Straße. Ja, wir müssen auf die Straße. Da steht eine. Es gibt Zombie-Outfit. Sieht aber scheiße aus. Mal sehen. Warte, wie sie dein Auto anmachen. Wie sieht denn aus? Ich sehe es nicht so richtig. Kommt sie zu dir? Ich will, nee, ich will sie nicht. Du bist dreckig. Echt mit dir, ey. Mach keine dreckigen Leute. Dreckige Nutte. Was machst du dann? Was? Was machst du dann hier? Da steht noch eine. Bin ich dieses Art von Kredit? Den komischen Cowboy-Stiefel, was soll denn das?
Ich stehe ja darauf, Amerikaner. Jetzt zeig mir doch mal dein Gesicht. Als ob du ihr Gesicht sehen willst. Natürlich. Gesicht ist nicht. Auf die inneren Werte kommt's an, oder was? Schon. Ja, lässt natürlich. Sich dafür bezahlen. Ja, und? Und trotzdem auf die inneren. Also, wenn die vom Charakter mega kacke ist und mir ganz auf die Nerven geht, dann würde ich das nicht machen. Während der 10 Minuten, mit der du dich da. Ja, trotzdem. Ich finde, da spielt Charakter auch eine Rolle. Vor allem, wie er sich hier so eine Bonzenkarre kauft, ne? Ich glaube, jetzt kommt keine mehr. Ich habe die wertvoll und hart erklaut, ja? Habe ich gerade, wie es geht, etwas wertvoll zu erklauen. Aber ist egal. Fragen wir jetzt mal lieber nicht nach, was ich da hier für einen Satz gebastelt habe. Ich glaube, jetzt sind eh keine mehr da. Wir haben gefailt. Einfach nur hart, ey. Ja, weil wir zu anspruchsvoll sind. Ey. Ja. Mein Auto. Ich glaube, mein Gamepad ist leer. Fahr mit Maus und Tastatur. Habe ich mich auch dran gewöhnt. Es ist trotzdem immer noch beschissen. Ist besser, leer. Ey. Muss neue Batterien hast rein. Leer zum Glück habe ich immer welche da. Hast du ihn leer gemacht? Kennt ihr noch früher den Eltern immer die Batterien klauen für den Gameboy? Nee. Nee, ich muss nie Batterien klauen. Wir hatten immer welche da. Du hast alle, ne? Wir eigentlich auch, aber ich war immer zu faul, die zu suchen. Oh, ich muss auch mal wieder neue mitbringen, sehe ich gerade. Jetzt habe ich natürlich Polizei, ich kann jetzt nicht. Müssen die auch bezahlen, die Polizisten? Ja, wenn die bei mir einsteigen. Wie teuer bist du denn? Unbezahlbar. Ah. Also will ich. Bin nicht in diesem Gewerbe anzutreffen. Warum nicht? Möchte das nicht. Was für... Du warst... Du bist neben dem Auto laufen und dann... Ja. Jetzt ach. Hier, na hi. Ja, auf dem Start. Übrigens, ja. Ich habe auf 9gag ein Foto gefunden von jemand, die sich als Widowmaker verkleidet hat. Habe ich auch schon gesehen. Sah richtig gut das aus, Cosplay, ne? Das Cosplay war einfach fast, also wirklich perfekt. Die sah wirklich 1 zu 1 danach aus. Ich google. Kurz schicken. Nicht nur Widowmaker, einer hat auch richtig gut D.Va nachgemacht, ne? Musst du mehr mal... D.Va habe ich noch nicht gesehen. Gib einfach mal Overwatch-Cosplays ein. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Also ich finde, die Augen sehen zwar komisch aus, aber mit Sicht erkennst du es schon ein bisschen, aber ich finde es halt...